Dein Spielaufbau im Solo-Modus verändert sich nicht. Du hast die Ortskarten, die Bürgerkarten und die Dödel. Nun legst du über jede Ortskarte einen Würfel, angefangen mit der 1 am linken Rand bis zur 6 bei den Dödeln. Und schon kann es losgehen. Du spielst deinen Zug wie gewohnt. Dann ist die KI an der Reihe. Würfel einen der Würfel und die KI nimmt sich entsprechend der Würfelzahl ihre Bürgerkarte. Oder bei einer 6 einen Dödel. Dann bist du wieder dran. Dann die KI, dann du, dann die KI und so weiter. Die KI hat alle Vorteile, die du auch hast. Sie nimmt zu den Bürgerkarten auch die entsprechenden Ortskarten. Bei einem Zauberlehrling darf sie noch einmal würfeln und sich auch noch eine Karte nehmen. Eine Fee. Bei der Endabrechnung zählt wie bei dir, je mehr Feenkarten, desto mehr Punkte. Der Hypnotiseur. Die KI erhält die rechts angrenzende Karte und gegebenenfalls auch die Ortskarte oder weitere Boni. Die arrogante Elfe. Wenn die KI das nächste Mal an der Reihe ist, darf sie zweimal würfeln. Bei einer Drachenkarte schenkt die KI dir satte Minuspunkte. Wie im regulären Spiel endet die Solo-Variante, wenn der Nazi-Stapel mit Bürgern aufgebraucht ist, ein Stapel der Ortskarten leer ist oder alle Dödel verteilt sind. Zähle nun deine Punkte zusammen und vergleiche sie mit denen der KI. Und wer bist du? König oder Dödel? Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg bei deiner ersten Solo-Variante von Würfelkönig. Ahoi!